ihr Lieben, heute ein bisschen Quick and Dirty, Love Island 7. Wieder hölzernes Dating, wie ich es immer gerne nenne. Aber vorab, heute, auch heute um 19.30 Uhr, kommt das super coole Interview mit Steffi Stahl. Als Premiere, 19.30 Uhr auf meinem YouTube-Kanal, und es wird auch einen Teil 2 geben. Das heißt, ihr dürft gerne Fragen stellen unter dem Video, dann werden die später mal beantwortet, also manche zumindest. Und ja, freue mich total, wenn ihr heute Abend dabei seid. Gut, dann kommen wir mal zu Love Island. Uns geht gleich los mit der ersten Kussszene. Ja, also es geht um Bianca und Adriano. Ich habe ihn ja immer so gelobt bisher, weil man, er macht so sein Ding, ist auch ganz cool und fluffig. Und auch Bianca finde ich super gut, dass sie auch gewartet hat, dass er den ersten Move hat, macht. Das empfehle ich ja auch immer. Ja, und jetzt haben die beiden sich, oder er hat gesagt, so, willst du dich mal mit hochkommen, wir reden mal irgendwie. Und dann kommt, weiß ich nicht, so ein, wollte man mit dir reden, ernstes Gespräch, kannst du auch anders sein, also ein Riesenvorlauf irgendwie, bis er dann, ja, gesagt hat, so, bist du spontan? Ja, wir gucken mal rein. Ja, sehr spontan. Oha. Ja, also bist du spontan? Und dann, ja, wird sie halt geküsst, wo ich so denke, ey, alter Falter, ey, das ist, ich weiß nicht, das raff ich immer nicht, das sind ich vergesse auch, glaube ich, auch immer, wie jung die sind, so Typen, die so super aussehen und Frauen, die super aussehen, und dann ist es doch so wie auf dem Schulhof, sag ich mal, in der 12. Klasse oder so, ja, das dann irgendwie ein, man ist ja irgendwie auch süß und er macht es ja auch, ist ja auch alles gut, aber dass dann so ein absurder Grund gefunden wird, anstatt dass es sie einfach küsst, herrje, ne, meine Güte. Aber gut, bis dahin okay, aber was danach kommt, ach, ist einfach weird. Ja, also nach dem Kuss hört er dann auf und sie dann, also wie ich finde, voll in ihrer weiblichen Polarität, sagt dann, nicht aufhören. Und es hat gerade Schokolade. Was schmeckt? Hey, mach doch weiter. Ich habe gerade Schokolade gegessen, gönn dir. Also voll in der Polarität, finde ich voll süß. Und was macht er dann? Ich will da jetzt nicht so eine Wissenschaft draus machen, aber das war auf jeden Fall auch mal so für beide jetzt so, glaube ich, an der richtigen, am richtigen Zeitpunkt so mal zu gucken, wie sich das in erster Linie anfühlt. Ach, also führt dann irgendwie ein Fachgespräch über einen Kuss, total awkward, total cringe, und also, ich weiß nicht, könnt ihr das erklären? Ich raff es nicht, er hat sie doch jetzt geküsst, sie sagt, hey, hier bin ich, nimm mich, wieso knutscht er nicht einfach weiter mit ihr? Also, weiß nicht, ist er jetzt doch nicht so verknallt in sie, ist ihm das peinlich, schämt er sich? Also ich habe keine Erklärung, also was soll sie denn noch machen? Also ich nackt ausziehen vor ihm jetzt, oder? Und also ich weiß nicht, das finde ich als Frau schon, glaube ich, man, sie freut sich, ist auch gut, aber irgendwie, glaube ich, fast schon wieder abtören. Dann führt er so ein Gespräch, ja, war ja ganz gut, und ja, es gibt drei Arten Küsse, sagt er dann später noch, gute und mittlere und nicht so gute, und kann man ja drauf aufbauen, so wie so ein, weiß ich nicht, als wenn er gerade irgendwie so eine Steuererklärung macht, ne? Och, was ist mit den Menschen los? Was ist los? Ich meine, Ich verstehe schon, das denke ich manchmal, auch, boah, mit dem Wissen, was ich heute hätte, wäre ich gerne mal 20 oder 30, aber vielleicht ist das so, Matt. Erst hat man den guten Body, habe ich natürlich immer noch, aber nee, Spaß. Und später hat man das Wissen, ne? Vielleicht gleicht sich das aus, keine Ahnung. So. Aber ich denke manchmal, Mann, ey, was kann man da falsch machen? Gar nichts irgendwie. Und er kann froh sein, dass sie echt nicht abgetört ist davon. Ne? So, dann habe ich nochmal rausgesucht. Finn und Greta, die habe ich ja so ein bisschen auf dem Kieker, muss ich echt sagen, weil, also ich sage ja immer, erste Qualität in der Frau ist echt Loyalität, so, ne, für einen Mann irgendwie. Und und weiß nicht, also aus meiner Sicht
ist sie nicht, wirkt sie nicht loyal, muss sie auch nicht sein. Also zeigt ja, wie sie ist. Aber es ist interessant zu sehen, auch aus Liebeschicht-Gesichtspunkten, wie Finn aus meiner Sicht wirklich extrem pluspolig agiert. Wir schauen mal rein. Weiß ich nicht, ich fühle mich immer so unverstanden von allen. Ich verstehe dich. Ist ja so. Der Geduldigste. Ja, aber du bist geduldig, aber ich glaube nicht, dass du so richtig verstehst, wie doch. Ich verstehe, wie du bist und ich lerne langsam mit deinen Antworten umzugehen, so. Ja, also ich denke, der geübte Zuschauer hier hört es raus, wie er versucht, es dir recht zu machen und eigentlich, das ist ein Friendzone-Vibe, ne, den er da ausstrahlt. Ne? Ja, ich verstehe dich, ich höre dich. Keiner versteht dich, aber ich verstehe dich und also ich verstehe dich und mir kannst du alles sagen und er fällt da völlig aus seiner Polarität raus, weil er sich auch nicht sagt, ey, weiß ich nicht, so geht's nicht, so, ne? Da kommt auch noch so eine Sache aus der letzten Sendung. Ich vermisst. Okay, so lange war es jetzt auch nicht. Ja, also ich will dir jetzt nichts unterstellen, Red, aber das sind so, wenn man das jetzt mal aufs echte Leben ummappen, sag ich mal, sind das so diese kleinen Sticheleien und Stiche, die eigentlich dem anderen signalisieren, also eigentlich stehe ich doch nicht so auf dich oder ich möchte dich gerne auf Distanz halten oder bild dir mal nichts ein oder die einfach aus meiner Sicht beim Daten keinen Spaß machen, aber gerne, kennt ihr ja alle, das Ego anträgern und dann will man es doch zeigen, ich bin gut genug und guck mal, wie lieb ich bin und ja, es wird natürlich, gerade wenn das vom Mann kommt, ein völliges Desaster und Chaos und meine, vielleicht retten die sich über die Sendung, ich weiß es nicht, aber es ist, glaube ich, nicht die richtige Art, mit der Greta umzugehen und ich glaube auch letztlich, selbst wenn man jetzt mal alles mit Pluspol, Minuspol außen vor lässt, weil er aus seiner Polarität rausfällt, also es ist hilft nicht seinem Fall, sag ich mal. Also hilft nicht, seinem Ziel näher zu kommen, was er da macht. Ne? Dass er da so auf ich bin der verständnisvolle Mann macht, finde ich wenig hilfreich. Na, bin gespannt auf eure Kommentare. Vielmehr, ich hab nicht die Zeit, gerade so alles. Ansonsten, was man jetzt noch sagen kann zur Sendung, ist, dass da jetzt viele viel mehr als sonst so taktisch agiert haben. Also so, ach komm, wir machen Zweck-Couple, das habe ich noch nie gehört bei Love Island, Zweck-Couple und wühlen uns irgendwie weiter. Und überraschenderweise gefällt das scheinbar der Produktion gar nicht und wird offensichtlich heute ordentlich aufgemischt. Also ich habe im Vorspann mal zu sehen, dass sie so fast die Hälfte rausschmeißen. Und finde ich aber auch richtig, weil so können wir jetzt nicht weitermachen. So. Und was man auch so ein bisschen sieht, wie man, ja, das wollte ich auch nochmal sagen, gerade wenn man diese Männer so sieht, da kann man mal sehen, was für ein meisterhafter Charmeur und Data Henrik war. Ne? Hendrik oder Henrik, weiß ich nicht mehr, aus letztem Jahr. Klar, er hatte auch so das toxische Programm drauf, sag ich mal, so, ne, wie es aussah. Aber man hat das mal außen vor gelassen, wie meisterhaft er gedatet hat. Also er hätte sich diese ganzen Gelegenheiten nicht entgehen lassen und weiß ich nicht, hätte wahrscheinlich schon, keine Ahnung, wäre schon deutlich weiter bei der einen oder anderen Frau, ob man es jetzt gut findet oder nicht, aber jetzt aus Dating-Gesichtspunkten. Also es ist halt, also bisher sind da die Männer wirklich extrem hölzern und ich fast schon sagen, unerfahren, wo man, weiß ich gar nicht, wie die sich immer so darstellen, wo man merkt, das sind voll die Checker, aber weiß ich nicht. Also das, ich meine, ist gut für Männer, die wirklich Checker sind, weil letztlich ist es, glaube ich, besser, wirklich ein Checker zu sein und vielleicht, weiß ich nicht, nicht den austrainiertesten Körper zu haben, als andersrum, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, schreibt mal, wie ihr das seht und wir sehen uns heute Abend wieder schon, ne, um 7:30 Uhr.